Hallo, mein Name ist Silvia und ich darf euch zur zweiten Übungseinheit begrüßen. Hallo Silvia, was haben wir denn heute vor? Unser heutiges Thema ist das Gleichgewicht. Gleichgewicht? Das erinnert mich irgendwie an Yoga. Das ist eine schöne Assoziation, wobei man in der Mechanik von einem Gleichgewicht spricht, wenn sich ein Körper im Zustand anderer in der Ruhe befindet. Das bedeutet also, dass ein Körper im Gleichgewicht immer seine Ausgangslage beibehält? Ganz genau. Wie wissen wir jetzt aber, wann Gleichgewicht vorliegt? Dazu gibt es die sogenannten Gleichgewichtsbedingungen. Die Summe aller Kräfte und auch die Summe aller Momente müssen in jedem Punkt des Bauteils verschwinden. Dann herrscht Gleichgewicht. Und wie wissen wir, welche Kräfte wirken? Das ist eine sehr gute Frage. Um sie beantworten zu können, müssen wir ein Freikörperbild des Bauteils anfertigen. Ein Freikörperbild? Ja. Ein Freikörperbild ist eine schematische Skizze des Bauteils, in der alle Kräfte und Momente eingezeichnet werden. Ein richtiges Freikörperbild zeichnen zu können, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Lösung eines mechanischen Problems. Okay, das heißt, an dieser Stelle sollten wir wohl besonders aufmerksam sein. Das wäre gut. Also, nehmen wir an, ein einfaches System sieht aus wie auf diesem Bild, wobei F1 eine äußere Kraft ist. Um das System im Gleichgewicht zu halten, müssen die Lager A und B entsprechend dagegen halten, also Kräfte aufnehmen. A ist ein Festlager und kann damit in horizontaler und in vertikaler Richtung je eine Kraft aufnehmen. B hingegen ist ein Loslager, es ist in horizontaler Richtung frei verschieblich. Daher kann es nur in der vertikalen Richtung eine Kraft aufnehmen. Klingt soweit verständlich. Sehr gut. Wir haben nun also die möglichen Lagerkräfte eingezeichnet und benennen diese mit AH, AV und BV zur leichteren Unterscheidung. Okay, aber wie weiß ich jetzt, welches Lager welche Kräfte aufnehmen kann? Das ist eine gute Frage, und dazu müssen wir uns ein wenig mit den Lagerungsarten beschäftigen. In 2D sind die wichtigsten Arten der Lagerung das Fest- und das Loslager. Das Festlager ist in zwei Richtungen fixiert, wogegen sich das Loslager in eine Richtung frei bewegen kann. Kräfte entstehen in jene Richtung, in die das Lager nicht verschoben werden kann. Das heißt, ein Festlager nimmt sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Kraft auf? Ganz genau. Deshalb wird es auch zweiwertiges Lager genannt. Und das Loslager ist dann ein einwertiges Lager. Genau so ist es. Und dann gibt es auch noch Kontaktkräfte. Im Falle glatter bzw. reibungsfreier Flächen steht die Kontaktkraft immer normal auf die Berührungsfläche. Und das war alles? Nein, natürlich nicht. Es gibt noch viele weitere Lagerungsarten. Exemplarisch wollen wir hier noch die Einspannung, ein sogenanntes dreiwertiges Lager, nennen. Und was ist jetzt ein dreiwertiges Lager? Das ist ein Lager, das zwei Kräfte und ein Moment aufnehmen kann, also in Summe drei Lagerreaktionen. Diese Einspannsituation entsteht, wenn beispielsweise ein Träger an einer Seite in eine Wand einbetoniert wurde. Sophie, willst du das Ganze vielleicht an einem Beispiel wiederholen? Ja, gute Idee! Bei diesem Beispiel sollen wir die Auflagerreaktionen berechnen. Schauen wir uns mal die Skizze an. Wir haben hier einen Balken gegeben, auf den eine Kraft F unter dem Winkel Alpha wirkt. Hier vorne sehen wir noch ein Festlager und hinten haben wir ein Loslager. Um die Auflagerreaktionen zu berechnen, brauchen wir als erstes ein Freikörperbild. Das haben wir hier auch schon vorbereitet. Links sieht man die Kräfte des Festlagers. Das ist die horizontale Komponente AH und die vertikale Komponente AV. Hinten sehen wir das Loslager hat nur eine Kraft in unserem Fall B und die Kraft F haben wir in ihre Komponenten aufgeteilt einmal in F mal Sinus Alpha und F mal Cosinus Alpha. Nun können wir auch schon die Gleichgewichtsbedingungen aufstellen. Am besten beginnen wir mit der X-Richtung. Genau. Hierfür schreiben wir Summe aller Kräfte in x-Richtung ist gleich 0. In x-Richtung greift die Kraft AH in positive Richtung und die Komponente F mal Cosinus in negative Richtung an. Somit haben wir schon unsere erste Gleichung. Das gleiche machen wir jetzt noch in Z-Richtung. Wir schreiben wieder Summe aller Kräfte in z ist gleich 0. Hier haben wir AV in negativer Richtung. Die Komponente F in positiver Richtung, also F mal Sinus Alpha und noch B in negativer Richtung ist gleich 0 und unsere zweite Gleichung. Jetzt brauchen wir noch eine dritte Gleichung. Dafür stellen wir am besten unsere Momentengleichung auf. Hierfür berechnen wir die Summe aller Momente um den Punkt A, da im Punkt A die meisten Kräfte verschwinden und somit die Gleichung einfacher wird. Dann bleibt übrig in negative Richtung die Komponente F mal Sinus Alpha mal dem Abstand A. Das ist der Abstand von am Griffspunkt der Kraft F zu unserem Punkt, um das wir das Moment aufstellen. Und für B. Erhalten wir dann positiv b mal diesmal a plus b. Ist gleich 0 und unsere dritte Gleichung. Gut, jetzt müssen wir noch das Gleichungssystem lösen. Aus der ersten Gleichung können wir direkt a AH berechnen. Hierfür forme ich die erste Gleichung auf a AH um und erhalte f mal Cosinus Alpha. Aus der dritten Gleichung können wir direkt b berechnen. Ich nehme wieder die dritte Gleichung und forme sie um. b ist dann gleich f mal Sinus Alpha a durch a plus b. Nun fehlt nur noch die Kraft av. Die bekommen wir aus der zweiten Gleichung. Ich nehme die zweite Gleichung und forme sie zunächst auf AV um und erhalte dann AV ist gleich F mal Sinus Alpha minus B. Jetzt setze ich für B F mal Sinus Alpha A durch A plus B ein. Und erhalte dann durch herausheben F mal Sinus Alpha 1 minus A durch a plus b. Das Ganze erweitere ich jetzt noch und erhalte durch weitere Umformungen f mal Sinus Alpha a minus a plus b gebrochen durch a plus b. Jetzt fällt mir oben das a weg. Und ich kann schon AV ausrechnen. AV ist dann F mal Sinus Alpha B durch A plus B. Geschafft!